Abwehrsquads sind eingetroffen, erbitten Unterstützung. Ich auch. Sonarimpuls aktiviert. Ich muss nach oben. Erstmal muss ich platzieren. Ein Helm. Ich habe einen Helm, VT. Ich bin sofort bei dir. Was? Da sind ja noch welche oben drauf. Ja, von wegen muss ich jetzt alles nochmal machen. Titan-Abwehrsquads sind eingetroffen. Erbitten Unterstützung. Aktiviere Sonarimpuls. Auf dem Weg, VT. Attackiere feindliche Infanterie. An der Seil, los, Bewegung! Alter. Perfekt. So, das war das. Jetzt musst du mir ein bisschen helfen, BT. Willkommen zurück. Ich schlage vor, wir sichern das Gebiet, bevor wir mit der Reparatur fortfahren. Stalker erledigt. Ah, Alter. Pilot, aktiviere unterstützenden Sonarimpuls. BT.
Was machst du da, BT? Was ist deine Mission? Gefahren eliminiert, Gebiet gut. Gesichert. Sind Sie okay, Vigo? Geht so. Das war heftig. Wie geht's dir, BT? Schadensbericht. Systeme arbeiten korrekt. Und trotz ihrer Selbstbewertung, ich bin sicher, Captain Leslie Moser hätte gesagt, Sie haben tapfer gekämpft, Cooper. Danke. Was als nächstes, Hübscher? Protokoll 2 Missionsupdate. Ablenkmodul ersetzt. Der Modulsockel befindet sich an der Oberseite dieser Schüssel. Wurf und anschließende Kletterpartie erforderlich. Okay. Kletterpartie, ha? Huh? Was weiter nichts ist. Bitte, was trägst du eigentlich so dazu bei? Unsere ganzen Beziehung hier. Schleiß mich durch die Gegend und sowas. Und ich darf hier. Celestia ist slow. Was gibt's? Kane und Ash sind tot. Jemand tötet deine Söldner. Und eins unserer Funkgeräte wurde geklaut. Ich wusste, du hättest diese Idioten nicht anheuern sollen. Hey, Pilot. Hier spricht Coopen Blisk. Sie haben uns zugehört, oder? Wollen den Helden spielen, was? Okay. Machen Sie nur so weiter, aber an Ihrer Stelle würde ich aufhören, den Helden zu spielen. Mhm. Dann leben Sie länger. Was bringt das, wenn du alles zerstörst, was ich liebe? Schnauze. Hab ich ja einfach nicht gesehen. What the fuck? Hypothese. Die Schüssel richtet sich nach der Installation des neuen Moduls automatisch aus. Cool. Oh shit! BT! Habe sie. Steige. Hä? Ja! Die Schüssel ist wieder online. Kommen Sie zurück, dann kontaktieren wir die Flotte. Großartige Arbeit, Sir. Du mich auch, Digga. Ich hab grad einen Daumen hoch bekommen von BT. Richter? Gib mir auch einen Daumen hoch. Na ja, bin schon unterwegs. Richter, Ende. Richter hier. Piloten abfangen und zerstören. Dann kümmern wir uns um die restlichen Milizeinheiten. Reaper nähern sich. Ministro, Kontrollraum abriegeln. Bedrohungen geortet. Abriegelung läuft. Wir helfen. Hier aus.
Anomalie festgestellt. Möglicherweise ein feindlicher Teil. Läuft. Achtung, IMC-Bodeneinheiten. Ich möchte jemanden befördern. Und ich will jemanden. Ihr habt die Wahl, wer ihr sein wollt. Und jetzt tötet den Kerl. Sorry, aber hier ist Endstation, Pilot. Das sind immer so ein bisschen auf, Digga. Willst du kämpfen? Na, dann lass mal sehen, wie du dich Mann gegen Mann schlägst. Oder willst du weglaufen wie ein kleiner Junge? Zerstört. Eisenstein. Pilot, ich empfehle Ihnen auszusteigen. Nee. So, again. Bitte diesmal richtig. Ja, weiter. Und wieder geht's schief. Wetten. Datenstrom. Okay. Warte auf Antwort. Hoffen wir, dass da oben noch wer ist. Hier ist Commander Sarah Breslau und Irkur, der Miliz SRF. Identifizieren Sie sich. Commander Briggs, hier ist BT-7274. Protokoll 2. Mission fortsetzen und Flotte der SRS-Einheit informieren. Verstanden. Freut mich, dass ihr Jungs immer noch da unten seid. Wir empfangen gerade eure Daten. Sehr cool. Haben wir es auch geschafft. BT-7274. Laut Datenrekorder ist ein ursprünglicher Pilot im Kampf gefallen. Korrekt. Captain Tyler Simosa wurde im Einsatz getötet. Ich bin jetzt mit einem Interimspiloten verbunden. Schütze Jack Cooper. Warte mal. Lass die Mosa dich mit einem Schützen verlinken? Ja, er hatte keine andere Wahl. Ich verstehe. Wir werden dir einen qualifizierten Piloten zuteilen. Einwand. Cooper ist mein Pilot. Unsere Kampfeffizienz liegt mittlerweile bei mehr als 90%. Ja, bitte Verbindung beizubehalten. Du hast Glück, dass wir mit dem Rücken zur Wand stehen, BT. Er ja, läuft doch! Das ist großes Lob von einer Maschine. Lambda! Dank ihrer Scans der Lade konnten wir ihre Signatur zu einer IMC-Basis hier auf Typhon zurückverfolgen. Mhm. Wir haben nicht viel Zeit. Gehen wir. Läuft. Kubas Logbuch. BT und ich sind wieder bei den Überlebenden der 9. Milizflotte. Commander Sarah Briggs leitet eine Mission zur Sicherung der Energiequelle der Faltwaffe, die Lade genannt wird. Die Scandaten, die ich von der Lade besorgt habe, zahlen sich endlich aus. Wir konnten die aktuelle Position der Lade orten. Sie ist hier auf Typhon und wartet in einem Luftwaffenstützpunkt der MIC auf den Abtransport. Wir werden diesen Stützpunkt mit allen Titans attackieren, die wir haben. Ja, aber nicht mehr heute, denn das war es erstmal mit der Dingens. Wir sind jetzt seit Alter. Wir gehen auf
Stunde 50. Eine Stunde 50 Minuten sind wir jetzt fast aufnehmen. Ich bedanke mich erstmal soweit fürs Zusehen. Wie immer unten in der Infobox, wie gesagt, findet ihr alle nötigen Links und Informationen. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich irgendwann mal online.